Ob dickerer Bizeps, breiter Rücken oder starke Oberschenkel. Viele Fitnesssportler streben Muskelaufbau an, ohne genau zu verstehen, welche Formen von Hypertrophietraining es überhaupt gibt. Fitnessprofessor Dr. Stefan Geißler erklärt, wie sie funktionieren und was man tun sollte, um sein Ziel zu erreichen. Muskelhypertrophie ist der wissenschaftliche Begriff für die Zunahme an Muskelmasse durch einen effektiven Trainingsreiz. Wenn wir also die Langhantel im Fitnessstudio auf die richtige Art und Weise schwingen und über einen längeren Zeitraum genügend Kalorien und Proteine zu uns nehmen, kann dies zu einer Vergrößerung der Muskelquerschnittsfläche des trainierten Muskels führen. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Formen des Muskelaufbaus. Wir wissen, dass die Vergrößerung des Muskelquerschnitts auf 2 bis 3 Weisen erfolgen kann. Die myofibrilläre Hypertrophie, die sarkoplasmatische Hypertrophie und die Hyperplasie. Die myofibrilläre Form ist die bekannteste Form des Muskelaufbaus, die auch das häufigste Ziel im Krafttraining darstellt. Hier vergrößert man den Muskelquerschnitt durch eine Neubildung von kleinsten kontraktilen Einheiten, den sogenannten Myofibrillen, innerhalb der Muskelzelle. Dabei wird der Muskel nicht nur größer, sondern auch stärker. Aus diesem Grund kann diese Form auch für Sportler relevant sein. Die sarkoplasmatische Form beschreibt ebenfalls eine Vergrößerung des Muskelquerschnitts. Allerdings wird der Muskel nicht unbedingt stärker. Das Muskelwachstum erreicht man in erster Linie durch eine Einlagerung von Flüssigkeit in der Muskelzelle, anstelle von funktionellen kontraktilen Einheiten. Diese Form lässt sich wahrscheinlich auch durch eine Anpassung des Trainingsplans erreichen. Im Gegensatz zu den anderen Formen beschreibt die Hyperplasie die Bildung völlig neuer Muskelzellen, das heißt Muskelfasern, wodurch der Muskel dicker wird. Allerdings wurde diese Form bisher nur in Tierversuchen nachgewiesen. Aus diesem Grund schließen wir diese Form aus. Was sind die Vorteile eines dickeren Muskels? Naja, nicht nur sieht ein dickerer Muskel im Spiegel besser aus, sondern bringt auch eine Reihe von Vorteilen mit sich, die sich von einer Verringerung des Typ-2-Diabetes-Risikos über einen Puffer für den altersbedingten Muskel- und Kraftaufbau, das heißt Sarkopenie, und bis zu einer allgemeinen Leistungssteigerung, zum Beispiel Kraft-Schnellkraftsteigerung, in allen Bevölkerungsgruppen strecken können. Wie erreiche ich Muskelhypertrophie? Grundsätzlich kommt es natürlich auf die Zielsetzung an. Aktuell herrscht die Vermutung vor, dass die sarkoplasmatische Hypertrophie eher im Bereich von höheren Wiederholungszahlen mit niedrigeren Lasten stattfindet. Sprich, hier muss ein leichtes Gewicht, zum Beispiel bis zu 60% des 1RM, sehr oft bewegt werden. Darüber hinaus wissen wir, dass Muskelhypertrophie allgemein in einem breiten Intensitätskorridor, zum Beispiel 30-90% des 1RM, erreicht werden kann, solange das Training nahe genug am Muskelversagen durchgeführt wird. Der Trainingsumfang, das heißt, wie viele Sätze pro Muskelgruppe pro Woche absolviert werden sollten, hängt stark von dem jeweiligen Trainingszustand ab. Für Anfänger können allerdings schon 4 Sätze pro Muskel pro Woche effektiv sein. Diese Anzahl von Sätzen sollte natürlich im Laufe der Trainingserfahrung gesteigert und auf mehrere Trainingstage die Woche verteilt werden. Studien legen nahe, dass man einen Muskel mindestens 2-mal die Woche trainieren sollte. Zusammen mit der Trainingsfrequenz kann der Trainingsumfang durchaus in Richtung 20 Sätze pro Muskelgruppe auf 2 bis 3 Trainingseinheiten die Woche gesteigert werden. Das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es doch gerne mit euren Freunden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.